Hallo ihr Lieben, wenn ihr Interesse daran habt, zu sehen, wie man diese kleinen Memory Decks Täschchen macht, dann bleibt doch einfach dran und guckt euch das Tutorial an. Bis gleich! Jamenta.com. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich habe hier schon mal alles hingelegt. Und einmal für diejenigen, die Screenshots machen möchten, hier die Angaben. Ansonsten stelle ich alles auch wieder unten in die Infobox. So, wir brauchen, ich habe benutzt dafür diese Stanze. Es gibt bei mir ja auch ein Video, wo man, ein Tutorial, wo man sehen kann, wie man das ohne Stanze machen kann. Und zwar habe ich das hier, ich habe das zweimal ausgestanzt, weil diese Tasche hier war jetzt mein Prototyp. Die habe ich gerade eben gemacht und das ist einfach zu weich, da habe ich nur einmal unten. Und das hier ist jetzt schön fest. Hier habe ich zwei Stück. Benutzt habe ich einmal, ich nehme die Blätter immer raus, die Infoblätter. Ich habe hier diesen kleinen pastellfarbenen Cardstock vom Action. Und dann habe ich vom Action genommen diesen Block. Ich finde dieses Papier einfach wunderschön. Und da sind beide Taschen draus entstanden. Genau, dann packen wir das wieder weg. Da habe ich das Pastellgelb genommen. Wie gesagt, zweimal ausgestanzt, gegengeklebt, dass man hier auch dieses Stitchmark, wie heißt das auf Deutsch, keine Ahnung, dass man das halt sieht. Da haben wir den, ein Maß von 4 Inch mal 1 Inch. Dann habe ich, das hier wird unsere Tasche, habe ich mich für die Punkte entschieden, das sind 5 mal 6,5 Inch. Griffe habe ich zweimal in Gelb und zweimal die Punkte ausgeschnitten und die sind 1/2 Inch breit und 5/7 Achtel lang und dann gegengeklebt. Ich habe die Brads, ich hatte leider keine gelben Brads, das heißen die Brads, naja, diese Teile hier. Und deswegen habe ich jetzt rosane genommen, weil sich hier drin ja doch einige Farben, rosa, gelb, grün und so befinden. So, das brauchen wir nicht mehr. Oh, entschuldigt. Dann das kleine Täschchen, ich habe es mal abgerundet von meinem Prototypen. Ist es ja nicht abgerundet. Ich habe auch die Tasche jetzt größer gemacht, weil ich die doch ein bisschen klein finde. Und zwar ist die 2,5 mal 1,5 Inch. Und dann habe ich jeweils gefeilzt 1/4 an beiden Seiten. Hier 1/4, da 1/4 und unten 1/4. Und hier habe ich es jetzt abgerundet. Und dafür habe ich benutzt das kleine Envelope Punchboard. Weil sonst würden die Ecken einfach zu groß werden. Und dann habe ich hier ausgeschnitten das DSP, was da drauf kommt. Habe ich auch wieder dieses Pünktchen genommen. Das ist 1/7 Achtel mal 1 Achtel. Genau. Und dann ja das Gebamsel, was so dran kommt. Leider habe ich hier nur verschiedene Gelbtöne, also ich habe nichts, was wirklich zusammenpasst. Ich hoffe, dass das okay ist. So, und hier habe ich ein Gebamsel ran gemacht, was dann anschließend noch rankommt. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Dieses hier brauchen wir später. Das brauchen wir jetzt und das. Ich habe hier schon mal vorgezeichnet. Und zwar die Tasche selber wird
sehe das auf dem hier immer nicht. 2 3/4. 2 3/4 Inch hier und hier in der Mitte jeweils ein halb. Nee, das ist ein Viertel, ja? Gott, ich komme mit diesem Lineal einfach nicht zurecht. Ja, doch, ist ein halb, ist richtig. Und hier ist 2 3/4. Ja, ich benutze dann halt gerne dieses hier von Tim Holtz, weil man die Mitte abmessen kann. Ich gucke hier an den Seiten 3 1/4 auf jeder Seite, dann weiß ich, wo die Mitte ist, habe mir das gekennzeichnet. Und jede Lasche, weil das hier später nach innen geknickt wird, ist 1/2 Inch. Und dann habe ich mir das angezeichnet, die Striche rüber gemacht. Und hier brauchen wir ja, hier habe ich auch in der Mitte angelegt, hier ist es 1/2 Inch hier und 1/2 Inch hier, was die Laschen sind. Und dieses hier ist ja, die ist eine Breite von 4 Inch. Ne, deswegen haben wir dieses hier auch nur 4 Inch. Und dann habe ich das natürlich hier gekennzeichnet und einen Strich gemacht, dass ich jetzt weiß, wo ich schneiden muss. Und zwar schneiden wir jetzt einfach hier bei den Linien einmal rein. So. So. Und so. Und das gleiche auf dieser Seite auch. So, dann habe ich, das wollte ich nicht. Dann gehe ich diese Linie einfach, ich habe hier so einen ganz dünnen Dotting-Tool von meiner Fimo-Arbeit. Und da gehe ich hier jetzt einmal nach auf allen 3 Linien. Dann lässt sich das gleich besser knicken. So. Das wird so geknickt mit dieser Lasche, mit dieser Falz knicken wir auch so. Und jetzt die mittlere Falz, die knicken wir so rum, weil dieses hier nämlich jetzt nach innen kommt. Wir brauchen jetzt hier dieses W oder M oder wie auch immer, weil wir hier nämlich gleich dieses hier reinkleben, um diese Optik zu bekommen. Dann würde ich sagen, knicken wir jetzt noch mal eben schnell diese hier um. So. So und so und da mache ich gerade mal eben, ich versuche nicht gegen die Handyhalterung zu kommen. So eine richtig tolle Technik habe ich jetzt noch nicht gefunden, wie ich gleich knicke. Schauen wir mal, weil eigentlich hätte ich das hier gerne etwas runder. Es ist jetzt aber geknickt. Ich gucke gleich einfach mal, wie wir das am besten machen. Dann so. Dann einfach die Schutzstreifen ab und wir legen.
legen dieses hier mittig an und kleben es fest. So. Und dann haben wir das hier schon mal. So, jetzt müssen wir knicken. Und zwar einmal dieses hier nach da und dieses hier nach da. Ich habe das vorhin versucht mit, mit Flüssigkleber, aber das hat nicht gehalten und hat ewig gedauert, bis es getrocknet hat, obwohl der eigentlich recht schnell trocknet, der Kleber im Normalfall. Aber naja, jetzt nehme ich hier doppelseitiges, das habe ich dann auch gemacht. So, eben schnell fester drücken. Dieses hier. So. Und hier das gleiche Spiel. Ich hoffe, ich bin im Bild. Ich habe es jetzt extra nicht so rangezoomt, weil ich sonst so oft aus dem Bild rausgekommen bin, was ich die letzten Male in den Videos gesehen habe, die ich gedreht habe. So, wozu diese andere Lasche ist, ich habe keine Ahnung. Da, wo ich das her habe, die hat das auch nicht erklärt. Die hat nur die Tasche gezeigt und wie es zugeschnitten wird. Ich habe es jetzt sogar noch anders zugeschnitten als sie. Und ja, wenn man das jetzt knickt, hat man hier ja das. Und dann wird es hier so unschön. Und deswegen hatte ich hier vorhin doppelseitiges Klebeband drauf gemacht. Vielleicht findet ihr eine bessere Technik und weist mich darauf hin oder macht dann sogar noch ein Video davon. Das wäre super, weil ich habe sie erst einmal gemacht für die Yvonne und habe mir da einfach nicht gemerkt, wie ich die gemacht habe. Ich habe keinen Plan. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, nichts. Naja, jetzt arbeiten wir so. So, dann habe ich das umgeknickt und festgeklebt. So. Ach halt, hier hatte ich erst noch ein bisschen angeschrägt. Gut, habe ich jetzt nicht gemacht, aber das könnt ihr ja natürlich machen. Und dann bin ich hier einfach ganz nah, ganz dicht mit der Schere beigegangen und habe das abgeschnitten. Weil ich finde das einfach nicht schön, wenn man das umklappt. Das sieht nicht schön aus. So, man hat sie ja trotzdem dann als Tasche, ne? So, hier oben auch nochmal so ein Feintuning. Das ist irgendwie nicht so hundertprozentig gerade. So. Dann habe ich die Griffe gemacht. Hier habe ich Löcher reingemacht. Also einmal habe ich hier, das hatte ich glaube ich eben, ach nee, bei der Tasche. Hier habe ich auch das kleine Envelope Punchboard genommen und die Ecken abgerundet. Und ja, ich habe jetzt die Brads erstmal, ich sage jetzt einfach Brads, daran gemacht, weil ich noch nicht weiß, ob ich die Seite nehme oder die. Hier habe ich auch die die bunte Seite genommen.
Nee, ich nehme auch hier die bunte Seite. So, hier habe ich ausgemessen auch mit dem hier einfach hier dran gegangen, diese eine gestrichelte Linie und dann die Mitte gesucht, Punkt gesetzt und ein Loch gestanzt. Das auf allen vier Seiten. Und hier, wo habe ich jetzt einen Bleistift? So, 2,2 und ich nehme die dicke Linie. Ja, ich liebe ja dieses Lineal, ne? Und dann mache ich hier immer bei einem Inch einen Punkt. Hier das gleiche Spiel. 2,2, die dicke Linie. Und dann hier bei einem Inch und hier bei einem Inch. So, ich habe ja hier keine Crocodile, ich habe dieses altertümliche Ding. Habe da ein recht kleines, das zweitkleinste Loch genommen. So, und dann mache ich mir da die Löcher rein. So, die hier mache ich noch mal mit Hilfe des Falzbeins, so schweres Wort, etwas rund. Und dann einfach durch. Und festmachen und hier das gleiche Spiel durch das Loch und hier spreizen, hier genauso. Dann haben wir jetzt die Henkel dran. Dann gucken wir mal. Das machen wir hier. Also kleben wir unterhalb dieser zweiten Reihe. Und dann widmen wir uns unserer Tasche. Gerade was die bessere Technik ist, aber wahrscheinlich ist das gehüpft wie gesprungen. So, da fest und da fest und erstmal hätten wir das DSP draufkleben können, ne? Aber wie im Bild eben wahrscheinlich nicht. So. Die zweite haben wir gesagt, also kleben wir es da drüber und relativ mittig, so. Und jetzt das DSP noch drüber. Genau. Das hier wird gleich ein Kampf, da komme ich ja voll nicht mit zurecht. So.
schiebe das so ein bisschen hier hinten. So, und dann mache ich hier ich hasse das, wenn der Kleber, du kannst drücken und er zieht einfach nicht nach. Ich finde das nervig. Vielleicht habt ihr ja, könnt ihr mir ja irgendwie eine Heißklebepistole empfehlen. Also ich möchte schon eine mit Kabel haben. Diese kabellosen, da halte ich nichts von. Aber eine, wo auch, wenn man drückt, was kommt. Irgendwie dieses Ding hier, was nachzieht, das funktioniert oftmals nicht richtig. Jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr die Querflöten hört. Wir haben Schützenfest. Ich habe heute gar keinen Umzug gehört, weil es hat vorhin so doll geregnet. Oh, das war nicht schön. Das war nicht schön. So, gerade kleben wir auch toll. Der Übergang ist okay. So, dann haben wir das schon mal. Das machen wir zum Schluss dran. Ich finde, das sieht ganz süß aus. Ach, einen Strassstein habe ich noch gar nicht rausgesucht, den wir dann drauf kleben könnten. Ich widme mich jetzt erstmal dieser Qual hier. Puh. Also ich habe hier, also da kann es jetzt wirklich sein, dass ich komplett aus dem Bild raus bin, weil vorhin habe ich das immer bei mir am Körper gemacht. Ich sehe natürlich zu, dass ich es im Bild mache, aber ach, ich finde es furchtbar. Ich mag es nicht, aber es sieht einfach schöner aus, wenn hier oben was rausguckt. Und selbst hier, guckt mal, ich werde dann so klein und ich verbrenne mich und naja, Heißkleber und ich, wir werden keine Freunde. Hier habe ich ein Kreppband genommen, Krepppapier, und nee, ich nehme das ganz gerne doppelt. Genau. Ach, dann legen wir mal los, wa? Vielleicht, nee, das muss ja, gerade überlegt, vielleicht wäre es besser gewesen. Ja, sprich dich aus, Michaela. Noch nicht die Henkel ran zu machen, aber doch, ich möchte ja auch, dass man die Brads nicht so sieht. Und man überklebt ja jetzt auch die Löcher. Ach, ich hasse das. Ich versuche das immer so ein bisschen faltig zu machen, aber bei den Taschen will mir das einfach nicht gelingen. So, also ich mache das immer so eine kleine Wurst ran und dann das Kreppband.
Sie war stets bemüht. So, hier um die Ecke rum. Oh, vorhin habe ich mich voll oft verbrannt. Ja, hier ist es jetzt nicht so schön. Ach, so schön, sprich dich aus. Wellig geworden. Ach, das wird doch hier alles nichts. Oh, ich hasse ja diese. Ja, sag schon. Diese Klebefäden vom Heißkleber, ne? Die finde ich echt furchtbar. So, hier bin ich schon wieder niedriger gegangen. Hier hinten bin ich schön hoch. Oh ja. Das ist das. Ich kriege es einfach nicht gebacken. Ah, da. Ich hätte nicht sagen sollen, ich hab mich da nicht verbrannt. So. Dann haben wir das ja gut. Ja, schade. Okay. Aber Henkel hinterher ran, wie willst du jetzt die Löcher sehen? Ne? Das ist das Problem. Könnte man vielleicht beim nächsten Mal probieren. So, dann habe ich hier dieses hier vorbereitet. Das kommt auch hier ran. So, und ich hole mal gerade meine Steinbox vor. Die habe ich vorhin nämlich auch genommen. So, da sieht das Herz doch schöner aus. Doch, ich finde das Herz irgendwie schöner. So. Ja, das ist die ganze Kunst. Und dann haben wir unsere Memory Dex Karte und wir können hier noch etwas reinpacken. Eine Überraschung. Ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und wünsche euch dann viel Spaß beim Nachbasteln, falls ihr das möchtet und Lust dazu habt. Und dann wünsche ich euch je nach Tageszeit einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag und einen schönen guten Abend. Ciao, ciao! Gemente.com